Hallo, ich bin Melanie. Ich bin deine Expertin der Design Journey Zeichenschule für Zeichentechniken mit Buntstiften. Schon als Kind liebte ich Kunst und außer Zeichnen machte ich nichts anderes. Ich war so ein Kind, das den ganzen Tag in der Ecke saß und zeichnete und dabei die Zeit vergaß. Aber später, als ich zur Schule ging, ließ diese Leidenschaft irgendwie nach, weil es beim Malen plötzlich nur noch um Leistung ging. Es ging nur um das Endergebnis. Und dann entschied ich einige Jahre später, dass ich so nicht ans Kreativsein herangehen will. Kreativ zu sein sollte Spaß machen. Man sollte den ganzen Prozess genießen. Warum sollte man es sonst machen? Zu malen ist nichts, was man tun muss, sondern etwas, was man tun kann. Also genieße den Prozess. Genau darum mache ich meinen YouTube-Kanal und meine Kurse, weil ich andere dazu inspirieren möchte, etwas zu gestalten und dabei den Prozess zu genießen. Ich habe viele Tutorials und Videos mit kreativen Ideen auf meinem YouTube-Kanal Visual Mind. Unser Thema sind verschiedene Zeichentechniken mit Buntstiften. Wir sprechen über Farben, über das Verblenden, Mischen und verschiedene Techniken. Ich werde dir zeigen, wie du sehr einfache, aber auch etwas kompliziertere Bilder gestalten kannst. Also in dieser Lektion brauchen wir natürlich wasservermalbare Buntstifte. Ich verwende diese 24er-Packung mit den wasservermalbaren Buntstiften von Staedtler. Ich liebe diese Farbauswahl. Dann brauchst du noch Pinsel. Ich habe dieses Pinselset und ich liebe diese beiden Rundpinsel hier. Sie eignen sich perfekt für das Thema, das wir heute besprechen. Und hier habe ich noch Taschentücher, falls etwas schief geht. Es ist immer gut, Taschentücher bereitzulegen, wenn man mit wasservermalbaren Medien arbeitet. Hier ist auch noch ein Becher mit Wasser und einen Zirkel brauchen wir auch. Für die Kreise kannst du einen Zirkel oder irgendein rundes Objekt verwenden. Ich verwende Aquarellpapier. Du kannst jedes beliebige Aquarellpapier verwenden. Ich nehme das hier mit sehr wenig Struktur. Du kannst nehmen, was du gerade zu Hause hast, was du bevorzugst. Aber bei Aquarellstiften ist es sehr gut, wenn das Papier nicht so viel Struktur hat. Zuerst ziehe ich mit diesem Zirkel zwei Kreise. Ich versuche, die Mitte zu treffen, aber ich werde es nicht nachmessen. Das passt ungefähr so. Ich mache zwei sehr kleine Kreise. Achte darauf, dass um die Kreise noch etwas Platz ist. Das wird dann ein kleiner Farbkreis. Wir beginnen mit den Primärfarben, die davon abhängen, welche Farbenlehre du anwendest. Wir nehmen Rot, Grün und einen blau-violetten Ton und einen gelb-orangefarbenen Ton. Das sind die ersten Farben, die wir verwenden. So, hier ist das Rot. Ich male diesen Bereich aus. Mach dir keine Sorgen, dass es perfekt sein soll oder so. Ich fülle jetzt diesen Bereich mit dieser Farbe aus. Und dann nehme ich Grün. Es ist ein sehr helles Grün. Und male diesen Bereich aus. Dann nehme ich einen violetten Ton. Wie du siehst, beginne ich mit den ersten Farben so. So können sie einfacher verteilt werden. Ich denke, ich verwende diese Farbe für den gelb-ockerfarbenen Teil. Das ist die perfekte Farbe. Nun nehme ich Orange. Und mische noch ein ganz klein bisschen Rot rein, weil wir hier diesen orange-roten Ton haben. Und dann haben wir hier diesen gelb-orangen Ton. Ich nehme ein klein wenig Orange und ein bisschen Gelb. Und so füllt sich unser Farbkreis langsam.
Er muss am Ende nicht perfekt oder professionell aussehen. Wir füllen das nur mit allen Farben aus, damit wir lernen können, wo sie sich im Farbkreis befinden und wie sie gemischt werden. Abhängig von der Farbenlehre sind das die Primärfarben Rot, Blau und Gelb, weil man natürlich mit Blau und Gelb Grün mischen kann. Und mit Gelb und Rot kannst du orangefarbene Töne erzeugen. Mit Rot und Blau entstehen violette Töne. Und das ist nun unser Farbkreis, auf dem wir sehen, wo alles liegt. Aber das ist nur ein grober Überblick. Jetzt nehme ich einen Pinsel und etwas Wasser und beginne damit, alle diese Farben zu verblenden. Ich versuche, die richtige Wassermenge herauszufinden, aber hier ist das keine große Sache, wenn es nicht perfekt klappt, weil es nur zum Spaß und zum Ausprobieren gedacht ist. Ich gebe Wasser auf jede einzelne Farbe und lasse sie etwas ineinander verlaufen. Das siehst du hier. So können wir sehen, wie sich die Farben vermischen. Ich verblende diese noch und mache mir keine Gedanken darüber, ob es perfekt ist. Ich beachte auch nicht die Bleistiftlinie hier. Ich male nur alles aus und vermale es mit Wasser. Wichtig ist, dass du zwischendurch deinen Pinsel reinigst, damit sich die Farben nicht mit allen anderen Farben vermischen. Ich bearbeite ein Feld, dann reinige ich den Pinsel und danach kommt das nächste Feld. Ich verwende übrigens den kleinsten Pinsel aus dem Pinselset. Nun ist unser Farbkreis fertig und wir warten, dass er trocknet. Zum Beschleunigen kannst du einen Föhn verwenden oder ein spezielles Gerät zum Trocknen. Ich habe einfach einen Föhn genommen. Aber sei vorsichtig, wenn du einen Föhn benutzt, weil er viel Leistung hat und sich die Farbe nicht zu sehr verteilen soll. Also pass auf und geh nicht zu nah ran. Aber er hilft dir dabei, den Prozess etwas zu beschleunigen. Wenn wir unseren kleinen Farbkreis fertig haben und alles verblendet ist, können wir zum nächsten Schritt übergehen. Wir machen aus diesem Farbkreis eine kleine Blume. Ich werde dafür dieselben Farben nehmen wie für den Farbkreis und skizziere ein paar Blütenblätter. Ich zeichne nur sehr einfache Formen und denke nicht großartig darüber nach. Der Umriss wird ein bisschen dunkler, dann drücke ich etwas weniger auf, damit der Mittelteil etwas heller wird und nicht vollständig ausgemalt. So sieht es bisher aus. Ich denke, das sind jetzt genügend Blütenblätter, damit man es als Blume erkennt. Nun gehe ich dazu über, ein paar Schnörkel zu ergänzen an den Stellen, die noch frei sind. Ich verwende dafür wieder dieselben Farben wie im Farbkreis. So sieht es dann aus, wenn ich mit diesem Schritt fertig bin. Ich habe jetzt alle Blütenblätter und Schnörkel ergänzt und nun wird alles mit Wasser vermalt. Dazu verwende ich denselben Pinsel wie vorhin. Es ist der kleinste Pinsel aus dem Pinselset. Ich werde jetzt alles verblenden und beginne mit den helleren Farben. Und ich persönlich arbeite von rechts nach links, weil ich linkshändig bin. Wenn du rechtshändig bist, empfehle ich es dir umgekehrt in die andere Richtung, einfach weil dann die Farben nicht so schnell verschmieren.
Das ist also die ganze Zauberei, wie alles zum Leben erweckt wird. Ich denke, es sieht viel cooler aus, wenn alles verblendet ist. Und das ist eine sehr gute Übung, um zu lernen, wie man die Farbstifte verblendet und wie sie verwendet werden. Hier siehst du, wie die Farben ineinander verlaufen. Wenn du das nicht magst, solltest du immer einen Bereich überspringen, aber mich persönlich stört das nicht. Ich achte nur darauf, dass sie nicht zu stark verlaufen. Falls das geschieht, nehme ich einen trockenen Pinsel. Ich verwende mein Taschentuch, um den Pinsel zu trocknen. Und mit dem trockenen Pinsel kann ich die Farbe wieder aufnehmen, wenn es zu viel ist. Aber ich kümmere mich nicht weiter darum. Das gehört zur Technik, dass alles ein bisschen verläuft. Das stört mich also nicht. Ich bin ziemlich vorsichtig mit diesen ganzen Schnörkeln hier, damit sie sehr fein bleiben, wenn ich mit dem Pinsel drüber gehe. Aber sie müssen nicht perfekt sein. Sie dürfen auch ein bisschen ungenau sein. Ich gebe mein Bestes, alles zu vermalen, und das tue ich, indem ich einfach Wasser auftrage. In dieser Session wirst du herausfinden, wie viel Wasser gut ist. Denn wir haben diese dünneren Linien und auch die größeren Blütenblätter. Offensichtlich brauchen wir weniger Wasser für die dünneren Linien und mehr Wasser für die Blütenblätter. Das ist also eine echt gute Übung, um die richtige Wassermenge herauszufinden. Es ist schwierig zu erklären, wie viel Wasser du brauchst. Dafür musst du dich einfach auf dein Gespür verlassen. Aber mit diesen Übungen kannst du es gut lernen. Mir gelingt das auch noch nicht perfekt. Manchmal nehme ich etwas zu viel Wasser und manchmal reicht es nicht aus. Dann tauche ich nochmal ein und trage mehr Wasser auf. Wenn es zu viel Wasser ist, versuche ich, es zu verteilen oder mit einem trockenen Pinsel zu entfernen. Einfach kreuz und quer bewegen, um das Beste daraus zu machen und einfach alles zu verblenden. So, mit dem Ausmalen sind wir fertig und auf dieser Seite ist schon alles trocken. Hier noch nicht ganz, weil wir sie gerade noch bearbeitet haben. Ich drehe das einfach um und jetzt werde ich ein paar kleine Details ergänzen an allem, was wir gemalt haben. Ich werde wieder dieselben Farben verwenden oder in bestimmten Fällen einen etwas dunkleren Ton. Ich bearbeite nochmal den Umriss und ergänze ein paar Details, damit es noch ein bisschen interessanter aussieht. Hier nehme ich den Ockerton, den wir vorhin schon hatten. Und für das Gelb nehme ich einen dunkleren Ton. Ich denke, es wird entweder orange oder besser grün, weil wir hier grün haben. Und hier werde ich das gleiche tun, einen leicht dunkleren Ton verwenden. Ich habe alle Schnörkel umrissen und diese Adern und Linien in die Blütenblätter gezeichnet. Ich habe sie also einfach ein wenig ausgestaltet. Jetzt ist unser kleines Blumenkunstwerk fertig. Das ist eine einfache Übung, die sehr viel Spaß macht. Du kannst hier viel lernen, einfach dranbleiben, etwas gestalten, Spaß haben und nebenbei etwas lernen. Wir möchten deine Ergebnisse gern sehen. Teile sie auf Instagram unter Hashtag MyDesignJourney. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass dir diese Session der Design Journey Zeichenschule gefallen hat. In dieser Session haben wir eine Blume gemalt, weil ich gern Blumen male. Sie können sehr einfach sein oder super kompliziert. Geh einfach raus und suche dir Blumen, die du malen kannst.
Thank you.